Also wir haben von 5 Euro bis 100 Euro viele Budgets drin. Wir haben 10, wir haben 25, wir haben 50. Es gibt 100 Euro noch. Ich hol Körbe für uns. Okay, du gehst Körbe holen. Hallo ihr Lieben. Hi. Herzlich willkommen bei DIY Inspiration und herzlich willkommen bei DM in Bielefeld. Felix und ich sind tatsächlich immer noch hier. Vielleicht habt ihr unser Valentinstagsvideo von hier schon gesehen. Sonst da auf jeden Fall auch vorbeischauen. Und wir drehen heute noch eine Shopping Challenge. Also wir shoppen nach Themen und nach Budgets, die wir ziehen. Oha. Bist du gespannt? Ja, Bist du gespannt? Okay, das ist gut. Wir sind hauptsächlich müde gerade. Es ist noch sehr früh für uns. Wir sind müde und gespannt. Das ist unsere Stimmung gerade. Okay. Okay, wir haben das Töpfchen da. Ziehst du zuerst? Nein, ich will sie mal zuerst ziehen. Okay. Ich ziehe blind. Ich nehme den. Okay. Ich habe einen. Es sind übrigens, okay, ich habe 50 Euro. Ich habe gar nicht gesagt, welche Budgets wir haben. Also wir haben von 5 Euro bis 100 Euro viele Budgets drin. Wir haben 10, wir haben 25, wir haben 50 ist jetzt raus. Das kann Felix nicht mehr ziehen. Aber es gibt 100 Euro noch und das Niedrigste sind tatsächlich 5. Ich habe mal für 1 Euro eine Shopping-Challenge machen müssen. Beziehungsweise habe ich schon zweimal gemacht. Das ist anstrengend, sage ich euch. Und kurz. Es ist kurz und anstrengend. Okay. Was hat Felix? Ich habe keine 10. 100, aber 10. 10 ist, da kann man auch was mit da anfangen. Da kann man auf jeden Fall gut was mit anfangen. Schauen wir aber mal, was für Themen wir vielleicht haben. Mhm. Und hier haben wir jetzt die Themen. Möchtest du wieder als erstes ziehen? Ja. So. Und? Das habe ich gezogen. Lieblingsfarbe. Oh. Ich habe eben auch angefangen. Ich hätte dich auch anfangen lassen. Ach. Ich fange an komplett bei diesem Video. Ich gehe gleich auch zuerst shoppen. Ich bestimme das gerade. Aber du hast zuerst Valentinstagssachen gekauft. Ja. Deswegen mache ich das jetzt zuerst. Und ich gucke und ich habe Yummy. Yummy, okay. Oh, yummy. Das kann, das ist sehr vielfältig. Ich denke auf jeden Fall zuerst mal an Essen. Okay, du denkst erst an Essen. Aber wir sitzen hier auch gerade bei sehr yummy Sachen. Du kannst auch einfach direkt hier sitzen bleiben. Ich mache einfach so. Und hier einfach mal schön zugreifen. Ja. Okay, hier gibt es viele sehr, sehr leckere Sachen. Aber das suchst du nicht aus. Außer es ist deine Lieblingsfarbe. Dann darfst du das auch. Felix, was ist meine Lieblingsfarbe? Pink. Richtig. Okay. Ich hol Körbe für uns. Okay, du willst Körbe holen. Bist du bereit? Ja, ich bin auch immer noch hier. Gib jetzt 50 Euro für deine Lieblingsfarbe auf. Ja. Los geht's. Okay. Ich nehme tatsächlich diese beiden, weil ich finde, das gilt beides als... Gilt das noch als pink? Ja. Ja, also beides so das pink, Beerentöne, das sind meine Lieblingsfarben. Wie viel kostet das denn? Darauf musst du schon achten. Diese Farbe beides unter 2 Euro, so 1,95 war das. Nussriegel, das sieht auch mega gut aus. Was passiert, wenn wir drüber kommen? Tja, dann müssen wir wir nicht drüber nach. Dann geben wir alles zurück. Dann räumen wir das auch selber wieder weg. Okay. Was haben wir hier? Wir haben hier Salty Pretzel Vegan Like Milk. Das sieht mega gut aus. Und ich liebe so Schoki mit salzigem, salzigem Gebäck drin. Sieht echt gut aus. Bin ich bei etwas mehr als 5? Das ist mir nicht pink genug. So. Okay. Das ist auch mega schön. Badesalz. Aber guck mal, wie pink das ist. Ich glaube, was mehr Neon-Pink ist, finde ich hier gar nicht. Nee, so richtig pink finde ich hier gerade nicht. Mhm. Hier ist eine Tasche. Nee. Ich gucke gerade einfach nur nach der Farbe. Die sind auch cool. Buttercream. Buttercream. Lippenbalm, okay. Lippenbalm. Ich denke mal, so ungefähr 8 habe ich jetzt. Okay. Das ist auch mega cool. Guck mal. Aha. Ich hoffe, man sieht das. Das ist pink und es glitzert noch. Also besser geht es nicht. Ist es eine Maske? Ja. Das ist eine Peel-Off-Maske, Oh, cool. Wir sind bei, ich denke mal, so 9 Euro. Okay. Karnevalsabteilung. Ich würde pinkes Haarspray nehmen, weil ich habe momentan schon pinke Haare. Deswegen schwierig. Aber was andere haben nicht. Andere, ja. Wobei doch. Doch. Die Hälfte der Leute. Die Hälfte der Crew hat schon bunte Haare. Und ich denke mal, bei Ellie und dir ist halt pink auf dunklen Haaren, das ist immer ein bisschen schwierig. Ja, wir brauchen, glaube ich, nicht noch mehr. Wir können euch die Haare erstmal blondieren und dann sprühen wir sie euch pink an. Get it, girl. Get it, girl. Get it, girl.
Das ist ja so meine Nagellackfarbe. Ach so, du zeigst deine Finger. Ich zeige gerade. Du hast dich mit den Fingern gezeigt, du hast auf die Finger habe gezeigt. Auf die. Ja. Ja, das schon. Das hier mehr, ne? Self-love-fresh. Das hier. Das hier, ja, das ist richtig mehr so mein. Englisch, Felix. Danke, Felix, für diesen Bart. ja, warum nicht? Vielleicht stimmt. Hier oben sind auch noch zwei, aber die sind auch nicht so pink. Ja, dann sind wir schon bei 20. Oh, das ging schnell jetzt. Das ging schnell, das war ein großer Sprung, aber ich bin sehr dann gespannt auf den Nagellack. Bald die Hälfte. Wir haben bald die Hälfte, ja. Ja. Was gibt es hier? Lipgloss. Mhm. Lipgloss. Mixed Berry Shake. Das hier ist Strawberry. Ich habe aber auch schon, ja, ich habe ja schon was für die Lippen. Okay. Du hast auch noch viel Geld. Wir haben auch noch viel Geld, das stimmt. Guck mal, die ist auch cool. Ich nehme mal. Ist die wirklich pink? Ja, nee. Oh, Rose Green Glitter. Hm. Ah, wieso passt du denn so gut auf? Ja. Gut, dann nicht. Dann nicht. Dafür haben wir halt diese. diese Regeln. Diese Regeln. Wofür haben wir eigentlich Regeln? So, wir gehen nach oben. Okay. Wir gehen nach oben. Let's go upstairs. Ja. Ich habe noch eine gute Idee. Dafür müssten wir gleich wieder runter. Oh nein. Nein. Ich will nicht wieder runter. Hier gibt es Tee. Tee. Du magst Tee. Tee. Ich liebe Tee. Die Mischung ist super gut, aber es ist nicht so pink. Ich glaube, dieser hier ist am pinkesten, ne? Mhm. Dann nehme ich den. Nicht gut. Dann bin ich bei 23 Euro ungefähr. Okay. Duschgel ist auch noch eine gute. Badeglibber. Oh mein Gott. Badeglibber. Ich nehme das mit. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich muss es testen. Okay. Es gibt Dinge, ich habe lang genug Schleimvideos gemacht, lang genug Glibber-Videos gemacht. Die bleiben einfach. Ja, das bleibt. Das geht nicht weg, Leute. Sind wir bei 25? Wir gehen wieder runter. Was haben wir hier? Ich liebe diese Sets. Gilt das als pink? Pink ja. Genug? Dann bin ich bei 29 Euro. Die ist einfach mega pink. Felix hat eine in seiner Lieblingsfarbe gefunden. Ja. Du hast leider das Thema nicht. Welche Sorte ist das? Berry. Ah. Da sind wir bei 2. Riech mal dran. Ist gut. Ja. Die ist gut. Die ist sehr gut. Das ist auch ein schöner die waren mega gut. Das ist aber Glück, dass die eine Verpackung haben. Richtig. Die sind mega, mega lecker. Das sieht gut aus. Ist noch in der Option drin. Das sind Wintern mit Federn dran. Schatten. Ich hatte gehofft, dass das. Ich wusste, dass es entweder blau oder pink ist, aber es ist blau. Ja. Das hatte ich gedacht. Tut mir leid. Tut mir auch leid. So, wir sind jetzt tatsächlich wieder bei den Haarbändern. Und dieses hier aus so Badeanzug, Bikini-Material. Ja. Mega süß, super pink. Kommt okay. Rein. Mal gucken, ob ich die finde. Lass mich mal eben gucken. Hier. Wenn das nicht pink ist, das nehme ich noch. Ja, das kannst du nehmen. Und ich glaube. Danke. Danke. Ich glaube, ich habe ja so ein bisschen die Übersicht verloren. Die sind auch cool. Mit Cash geschmeckt. Ja. Okay, gut, ich bin durch. Ich habe wahrscheinlich mehr Snackies als du nachher. Mal gucken. Und deine Runde, ne? Ja. So, ich bin dran. Mhm. 10 Euro Budget. Suche ich yummy Dinge. Ja. Das muss nicht unbedingt was zu essen und trinken sein. Das kann auch einfach gut riechen. Aber ich möchte Dinge essen und trinken. Da fange ich mal mit an. Ich es glaube, ist immer noch früh Budget, am Morgen. Ja, Felix hat Hunger. Denke, was hältst du von sonnengetrockneten Feigen? 10 Euro ist, ja. Habe ich auch nicht die allergrößte Auswahl. Ja doch, die Auswahl hast also du schon. Also schon, aber ich meine, dass ich dann auch noch denke, oh ja, dann noch irgendwas, was gut riecht. Das kann ich mir sehr lecker vorstellen. Mhm. Das 1,50. Ja. Ich hätte eigentlich mega gerne diese Crunchy Peanut Butter. 3,95, das ist schon fast die Hälfte des Budgets, das ist ein bisschen viel. Muss ich mal gucken. Wenn ich nichts anderes finde, wenn komme ich vielleicht noch mal zurück, oder ich die unbedingt haben möchte. Diese Ironie ist sehr. Ja. Aber vielleicht komme ich noch mal vielleicht, zurück. Vielleicht kommt er wieder. Vielleicht.
Waffeln gehen doch immer. Ja, Waffeln sind lecker. Ingwer-Shot. Kurkuma. Aubergen-Shot mit Ingwer ist auch richtig gut. Ich mag halt keinen Ingwer. Das ist schwierig. Hier sind so ein paar Getränke. Getränke wären auch nicht schlecht. Oh, da ist ja ein Flamingo drauf. Ja. Oh. Ist das cool? Ja, nimm. Ich find's cool. Ich mag Flamingos. Das ist deine Lieblingsfarbe. Ja, Vielleicht hätte ich auch mal hier hingehen können. Das war auch sehr lecker, wo wir das neulich hatten. Ja, Felix in der Kaffeeabteilung. Also wir haben, warte, das waren 95. 2,40. Und was habe ich hier gerade genommen? 1, ja. 2,40, 3, 5, 4,05 Euro. Okay. Oh Gott, Felix rechnet das einfach richtig genau aus. Ich habe nicht so viel Budget. Das stimmt. Oh, das wäre auch richtig gut für mich gewesen, das ist richtig pink. Das wäre auch pink gewesen. Ich finde jetzt einfach alle pinken Dinge. Ja, jetzt findest du es. Toll. Was hältst du von Tee? In meinem Kopf, ich sehe alles und vergleiche es mit der Erdnussbutter. Nimm die Erdnussbutter, du willst sie doch. Ich muss aber erst einmal alles angucken. Guck alles an und dann nimmt er doch die Erdnussbutter. Wahrscheinlich, ja. Falafel wären aber auch nicht schlecht. Ja, du kannst auch was von den anderen Sachen wieder rausnehmen. Du hast zwei Getränke genommen. Ja, aber die brauche ich auch. Die muss man dann auch selber anrühren. Die musst du machen. 1,95. Warte. Oh Gott, rechnen. Aber so, Schlag nimmt 2, dann bist du bei 6. Ich bin bei 5, 6. Ja, aber das passt ja. Ja. Ja, dann nehme ich das noch und dann ab zur Erdnussbutter. Alles klar. Komm. So, wir haben jetzt für 50 und für 10 Euro eingekauft. Mhm. Wir werden jetzt noch bezahlen und dann zeigen wir euch im Studio nochmal unseren kompletten Haul. Bis gleich. Bis gleich. So, wir sind wieder im Studio. Felix ist jetzt hinter der Kamera. Hallo. Ich habe hier meinen Bon. Ich habe tatsächlich 46,30 Euro bezahlt. Ich habe die 50 Euro nicht ganz geknackt. Ich bin aber auch nicht drüber gekommen. Und ihr seht jetzt hier nochmal so im Schnelldurchlauf in der Übersicht, was ich so mitgenommen habe. Die Haarfarbe, die ich tatsächlich auch in meinen Haaren drin habe momentan. Sehr praktisch. Ich finde die mega schön. Und die werde ich auf jeden Fall auch nochmal nachfärben. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und da ist, was ich sehr cool finde, es ist, keine Ahnung, wer selber Haare färbt, kennt das. Es gibt dabei immer so eine gute Haarkur, die mega schön ist. Und da ist tatsächlich eine große Tube davon drin, die man wieder verschließen kann und die man öfter benutzen kann. Finde ich mega cool. Dann habe ich direkt am Anfang diese Bowls mitgenommen. Die mag ich auch beide super gerne. Einmal mit Blaubeer. Was gibt's? Ich mag den Namen. Benjamin Blaubeer. Benjamin Blaubeer. Ja. Mit Erdbeer und Acai-Beeren und mit Blaubeer und Himbeer sind beide mega lecker und auch pink. Schnell fertig, in eine Minute. Dann habe ich hier Badesalz, Frozen Flowers. Das war einfach das Pinkeste, was ich gefunden habe. Ich finde es mega cool. Wird das Wasser dann auch so pink? Ich weiß nicht, ich werde das ausprobieren, aber ich finde es auf jeden Fall erstmal mega schön. Und es hat diese schönen Kirschblüten obendrauf. Ja. Sehr, sehr schön. Nice. Hier habe ich tatsächlich jetzt auch mal hinten drauf geguckt. Ist nicht so viel in Pink tatsächlich, aber super schöne Motive. Da sind eben große Karten, kleinere Karten und so Sticker-Sets. 121 Teile insgesamt. Wow. Hier nochmal von Be Routine. Auch mega pink, mega glitzy. Sehr, sehr schön. Das war die tiefenreinigende Peel-off Maske. Genau, Peel-off-Maske. Nochmal von der Marke, die die Buttercream Lippenbalm. Ja. Den probiere ich auch direkt mal aus. Live-Test. Den gibt es ja, glaube ich, auch mit der Holo, mit dem Holo-Effekt. Hatten wir auch schon mal. Ja, da ist es. Ist tatsächlich nicht pink, ne? Wonach schmeckt das? Bunte Regenbögen. Nee, bunte Regenbögen sind das nicht. Shea Butter auf jeden Fall. Super angenehm. Ja, sehr schön. Kann man das essen? Ja, nee, kann man nicht essen. Also ich würde nicht empfehlen, es zu essen. Yummy ist meins. Nein, das ist ja, mein stimmt, Thema. Stimmt. Glibber.
Ja. Da bin ich jetzt. Da warst du sehr begeistert. Ja, also es ist... Badeglibber. Es ist Badeglibber. Es kommt hier raus, es ist mega pink, es ist fast so Rolo. Dann oder wie? Nee, ich denke, das nimmt man in die Badewanne mit zum Spielen. Mhm. Ich werde das nochmal wahrscheinlich in einem Short für euch testen. Duftet auf jeden Fall süß mit Aloe Vera. Finde ich sehr, sehr niedlich. Und glibberig. Also, Nagellack noch von Essie. Und das war Self-Love Rush. Ja. War auch Rush. Aus der Plant-Based Reihe von denen. 80% Plant-Based. Habe ich auch noch nicht ausprobiert. Auch sehr cool. Dann den, ich glaube, den lieben alle bei uns. Skinny Vanille-Tee. Ja. Sehr lecker. Bio-Früchtetee mit Erdbeer und Vanille. Yummy, yummy. Das neue Haarband. Ich nehme es auch direkt mal raus. Von Invisibobble. Invisibobble. Darf ich das mal anfassen? Darfst du. Also kann man auf jeden Fall mit schwimmen gehen. Weil Badeanzugmaterial ist. Trocknet schnell. Sehr cool. Das hatte ich schon. Dann habe ich hier True Mint. Mit Kirsche, ne? Mit Kirsche. 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 Hier kommt plötzlich eine Hand. Lecker, lecker. Vitaminshots. Gefüllte Bonbons. Die sind super. Ja, die sind richtig, richtig lecker und mega pink. Und diese Schoki hier. Salzbrezel, auch mega schön. Da darf ich bestimmt auch noch mal ein Stück von haben. Ja, also wir werden uns da bestimmt noch mal durchprobieren. Seht ihr wahrscheinlich einiges in einigen Shorts auch noch mal wieder. Und ich würde sagen, wir machen mal bei dir weiter, ne, Felix? Okay. Alles klar, Felix, was hast du so besorgt? Du hattest 10 Euro Budget, Yummy als Thema. Ja, ich habe das ja sehr genau ausgerechnet. Was ich vergessen habe, ist Pfand mit einzurechnen. Deswegen bin ich jetzt bei 10,20 Euro. Aber ich glaube, da ich das ja auch wieder zurückgebe... Ja, nein, das passt. Das passt, das ist in Ordnung. Ja, was ich gekauft habe, erstmal dieses Flamingo-Getränk hier. Was ich einfach nur gekauft habe, weil ein Flamingo drauf ist, weil ich die im Moment sehr cool finde. Eigentlich passt das eher besser hier rein. Ja. Aber mein Thema war Yummy und das ist bestimmt auch Yummy. Willst du probieren? Oder später? Ich habe jetzt gerade... Du hast die Minzpastille noch, ne? Die Minzpastille im Mund. Probiere ich aber auf jeden Fall nochmal. Ja. Ich wette, dass das auch gut schmeckt. So Pink Grapefruit mit Guarana. Denke ich mal, ist gut. Dann habe ich noch mehr zu trinken. Und zwar diesen leckeren Kaffee Latte. Den hatten wir von seinem letzten DM-Haul auch schon mal. Der hat mir sehr gut gefallen. Und ein dickes Yummy nach oben. Ein dickes Yummy nach oben. Diese Yummies. Dann habe ich diese Falafel. Ja. Die man selbst zubereiten muss. Kochst du die für mich? Die koche ich für mich. Okay. Vielleicht kriegst du einen ab. Wir lernen den. Vielleicht kochst du die auch. Okay. Nee, aber da bin ich eigentlich ganz gespannt drauf, das mal selbst zu machen und nicht einfach nur gekaufte. Sieht eigentlich auch ganz einfach aus, wie man das herstellt. Okay. Ja, bin ich gespannt drauf. Ich liebe Falafel. Das wird gut. Dann habe ich... Ich bin gerade überlegen, wir können das vielleicht auch mal selber hier im Video hier machen. Wenn ihr es gerne sehen möchtet, schreibt es gerne in die Kommentare, wie wir selber Falafel aus dieser Packung machen. Wir machen ein Video, wie ich nur diese Sachen esse und trinke. Ja, okay, vielleicht und vielleicht noch ein Q&A. Ja, vielleicht. Okay, was hast du noch? Ich habe diesen Tomaten-Basilikum-Aufstrich, da freue ich mich auch sehr drauf. Ja, das schmeckt bestimmt richtig, richtig lecker. Ich denke auch. Meine Schwester macht sowas manchmal selber, das finde ich nämlich auch lecker. Und deswegen denke ich mal, dass das auch gut schmecken wird. Und dann... Das Highlight! Das Highlight, die Erdnussbutter. Es passt farblich einfach perfekt zu dir. Irgendwie ist das hier flüssig. Ja, ich glaube, das ist das ist jetzt so ein bisschen in der Tüte hin und her geschwankt. Ja, das das ist, glaube ich, bei Erdnussbutter, da ist so viel Öl drin. Ja, also da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf, wie das jetzt schmeckt. Ist auf jeden Fall crunchy. Ich mag das, wenn da noch so ein bisschen auch Erdnussstücke mit drin sind. Und ich esse Erdnussbutter immer mit Erdbeermarmelade dabei. Also ich mache erst die Erdnussbutter aufs Toast und dann die Marmelade drauf. Und ich hoffe, dass das hiermit auch gut schmeckt. Kennt ihr die Kombination? Wenn ja, schreibt das auf jeden Fall auch mal in die Kommentare. Oder esst ihr Erdnussbutter pur oder habt ihr es noch gar nicht probiert? Ist jetzt auch nicht das allerbekannteste in Deutschland. Ich glaube, das ist so ganz groß eher aus Amerika. Ja, aber ich liebe es auf jeden Fall. Und ja, dann kann das auch mit Nutella essen. Erdnussbutter und Nutella? Ja, das war ja vorhin, hatten wir ja auch gesehen. Ja, das gab es Erdnussbutter auch. Mit Schoko, das ist für mich nicht so. Ja. Ich mag halt dieses...
Peanut, das ist halt auch, ja das also ist auch Erdnuss, ein bisschen salziger, ja. So mit dem Süßen zusammen, das ist halt eine tolle Kombi. Also Erdnussbutter mit Marmelade ist schon so der Klassiker. Ja. Ja. Schreibt es gerne in die Kommentare, lecker. Wie genau. Ihr es mögt oder ob ihr es im Bowl esst. Ja. So, ihr Lieben, das war unser DM-Haul, beziehungsweise unsere beiden DM-Hauls. Einmal für 50 Euro, einmal für 10 Euro. 50 Euro in Pink und 10 Euro... Yummy. Ja, ich bin sehr zufrieden damit. Mhm. Auch mit dem niedrigen Budget oder niedrigeren habe ich richtig gute Sachen rausbekommen. Also ich freue mich total über die Sachen, die ich habe. Bist du auch zufrieden mit deinem Einkauf? Ich bin sehr zufrieden. Ich bin sehr begeistert. Ich habe das pinke Haarband schon wieder um mein Handgelenk. Mhm. Ihr könnt es gerade nicht sehen, weil ich damit auch die Kamera festhalte. Aber auf jeden Fall super schöner Haul. Ist auch stylisch. Mhm. Ja. Vielen, vielen Dank an DM, dass wir bei euch wieder drehen durften heute Morgen. Hat super viel Spaß gemacht. Dankeschön. Dicken Daumen nach oben für euch. Und Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da. Abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.